Hey ihr Safeknacker, willkommen zurück zu The Beast Inside. Ah, aber nicht wieder fies gewesen beim letzten Cut. So, was haben wir denn im Safe hier drin? Schön, dass ihr übrigens dabei seid mal wieder und euch nicht so von mir foppen lasst, was die Cuts angeht. Schön. Oh, ich liebe dieses Spiel. Ich mag die Rätsel total gerne, das ist echt gut. The judge tried to strangle me and he would have succeeded if it wasn't for. Das hat er doch jetzt aber nicht da platziert. Kapitel 6. Der Richter hat versucht, mich zu erwürgen, und er hätte Erfolg gehabt, wenn ich der Mann mit dem Zylinder und der Maske gewesen wäre. Er hat Norton, den Richter, vor meinen Augen getötet, hat ihm die Kehle durchschnitten. Oder durchgeschnitten. Es sah aus, als versuchte er, mich zu retten, aber weshalb? Christ, I can't do it on my own. There's so much blood. Dear God, is this one of the guests? I don't know. Go get someone. He'll bleed to death. Press on the wound. I'll get help. The janitor is upstairs. Room 207. Where are you? Who is this? Easy. Don't try to get up. Good Lord. No one will ever talk me into a mountain trip again. There he is. Looks like that missing fellow. The detective showed guests his daguerreotype. Detective? You mean that nosy fop Walter Gilman? Holy Mother of God! I have to telegraph the sheriff. No, this man needs a doctor. I've seen wounds like this. It's only a matter of minutes. I'm sorry, son. These voices. There are so many of them. Wait, wait. I think I've heard this conversation before. Those people, they said that a certain detective, Walter Gilman, looked for the judge. If he was interested in missing people from the area, he might know something about my father's disappearance as well. Maybe at the reception desk I can find out his room number. Alles klar. Waren wir das vielleicht selber? Wurden wir da gerade aufgefunden von den Inhabern? Und übrigens, Janitor heißt nicht Portier, das heißt Hausmeister. Vielleicht im Kontext war es der Hausmeister, ich weiß ja nicht. Das ist aber schon alles ewig lang verlassen hier. Das sieht nicht gerade sehr bewohnt aus, obwohl, ja. Die Kerze macht sich auch nicht von alleine an. Ich wollte gerade sagen, hier gibt es bestimmt noch Petroleum und Kerzen, also Streichhölzer. So. Kann ich nicht anmachen. Da ist noch eine Kerze. Einfach mal überall so ein bisschen Brandstiften gehen hier. Ich meine. Oh, das muss ich knacken. Nee, lass mal. Machen wir noch nicht. Oh, das sieht so gut aus, oder? Es sieht so toll aus, Leute. Es sieht so toll aus, dieses Spiel. Herrlich. Wollen wir mal? Geht nicht. Schade. Ich habe gedacht, ich kann das Glöckchen drücken. Was the janitor who usually kept the reception keys in room 207. It's him. Judge John Norton, father's former associate. Is that possible? I've just witnessed a crime from a decade ago. I'm getting lost. Memories and illusions all bleeding into one. Der ist nicht ganz bei sich. Vermisst Richter John Norton, Alter 49, Größe 1,80. Zuletzt gesehen am 26. August 1854 hier in Blackstone. Kontakt Walter Gilman, derzeitig wohnhaft im Blackstone Inn, Zimmernummer. Hoppala. A missing judge. Someone has been looking for him. Walter Gilman. Gruselig. Was steht da? It is perfectly fine to be out of your mind. Just never lose it. Es ist absolut in Ordnung, wenn du etwas neben der Spur stehst, aber verlierst nicht ganz deinen Verstand. Biscuits are watching. Die Biscuits beobachten dich. Das ist gefährlich. Also Biscuits, da hätte ich schon Respekt vor, du, ganz ehrlich. Oh, guck mal, Nachtmar, das Bild. Oh! Was soll das? Wer schmeißt hier mit Interieur? Und da geht's nicht hoch. Ah, witzig. Nee, da gehe ich jetzt erstmal nicht lang. Ich klack erstmal das Schloss hier hinten.
Pink. Tink. Ah, verdammt. Tink. So. Ist gar nicht so schwer. Ist nur nicht... Ist nur ein bisschen ungewohnt. Man muss da ein bisschen reinkommen, schätze ich. So, erstmal überall die... Wow. Oh mein Gott, kann das bitte mal aufhören? Geil, wie viel habe ich jetzt schon davon? Ist alles abgeschlossen? Auch komisch, oder? Das ist aber komisch. Was ist das denn hier? Ein Pyritklumpen. Ein Klumpen Pyrit aus der Mine meines Vaters. Manche nennen es zwar Narrengold, doch es hat den Familien Hyde und Whitehead großen Reichtum beschert. Könnt ihr mal bitte aufhören zu flüstern? Das finde ich ein bisschen uncool. Sag mal, wie viel Zeug ist hier denn? Wie viel Petroleum meine ich? Ich habe halt echt mal 24 Einheiten Petroleum einstecken. Boah, dieses Hotel, das war früher bestimmt auch schon nicht schön. Ja, da geht's nicht weiter. Ja, brauche ich einen Schlüssel. Den Hauptschlüssel vielleicht. Auch versperrt. Das ist alles versperrt direkt. Ach. Gut, dass du es gemerkt hast, sonst hätte ich schon was gesagt. Ist ganz schön altbacken hier, wenn man überlegt, dass... Na gut, 1900. Da gab es schon Strom, aber... Na, eigentlich nicht, oder? Wie war das doch mit der allgemeinen elektrischen Versorgung? War das da schon so weit? Nee. Ich meine, das hier ist ja noch ein bisschen länger her, wie man sieht. Das ist alles ja noch ein bisschen... fast schon vorsintflutlicher als... Oh! Huch! Lecke mich! Lecko, lecko mio! Hat einer der Gäste sie zurückgelassen? Lukas 8, 17. Denn es ist nichts verborgen, wenn nichts offenbar werden wird. Auch nichts geheim, was nicht bekannt werden und an den Tag kommen wird. Alles klar, natürlich stecke ich das mal ein. Ich finde irgendwelche Bibelzitate ja auch mal sehr cool. Die stecke ich auch mal ein. Warum sollte man das tun, ist die Frage. Da geht's aber nicht runter. Auch wieder alles versperrt. Boah, ich würde mir sehr unwohl vorkommen, nur mit so einer Lampe. So, wir sind 113, wir müssen die 207, nicht wahr? Jawohl. Boah, diese Bilder hier. Diese albtraumhaften. Da ist er schon wieder lang gelatscht. Ich will erstmal die Türen alle checken. Oh, sowas ist immer super unheimlich. Alles abgedeckt hier, die Möbel gegen Staub. Aber das finde ich gerade sehr... Oh, guck mal da. Zip. Wie gesagt, ist überhaupt keine Brandgefahr hier. Ich will gar nicht wissen, wie oft damals Häuser abgefackelt sind aus dem Grund, dass die Leute so nachlässig waren und haben einfach überall Kerzen hingestellt. Aber ich habe ja genug Zündhölzchen, ne? Hat da jemand Hunger? Oh nein. Das fragst du dich jetzt? Nachdem wir ihm schon die ganze Zeit hinterher rennen.
chain. Sei doch froh, dass deine Kette voll ist. So sharp. Maybe I could use it to cut through the chain. Okay. Guck mal, da spiegelt sich so eine Engelstatue. Ist das auch wirklich hier im Zit? Nee. Seht ihr? Die Spiegelung ist anscheinend ein bisschen falsch, aber... Soll ich da jetzt einfach reingehen, ja? Ich bin lebensmüde. Sehr schön. Na, ah, ist so unheimlich hier, oder? Oh! Oh! Okay, krabbel halt einfach mal. Oh, das ist fies, Mann. Oh, mein Öl ist gleich leer. Mein Petroleum. Ah. Ätzend. Scheußlich. Furchtbar. Widerlich. Was haben wir denn hier? Brief von einem unserer Gäste. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas derartiges getan zu haben. Weshalb sollte ich die Gäste beleidigen? Ich war mir sehr bewusst, dass ich tagelang in der Dunkelheit eingesperrt werden würde, wenn ich so etwas tun würde. Okay. Na dann. Verehrter Mr. Hyde, meine Frau und ich hatten uns erhofft, eine angenehme und entspannte Woche in ihrem Etablissement verbringen zu können, so wie sie es in ihren Broschüren angepriesen haben. Der Wald bietet in der Tat ein beruhigendes Ambiente und lange Spaziergänge bei frischer Luft sind sicherlich von Vorteil für die Gesundheit. Leider ist dies bereits das volle Ausmaß des Lobes, das ich anbieten kann. Und auch dann schreibe ich diese Worte nur aus Gründen der Höflichkeit. Jede einzelne Nacht spukte ein gestörtes Blag durch die Gänge oder Balg durch die Gänge des Gasthauses, lief wild umher, lachte hysterisch und klopfte wiederholt an unsere Tür. Ich versuchte mehrmals, ihn zu packen und ihm Manieren beizubringen, aber er schaffte es wieder und wieder, mir zu entwischen und sich irgendwo zu verstecken. Es war offensichtlich, dass er jeden Winkel des Hauses kannte. Ich kam erst am Tag unserer Abreise, als ich ihn in ihrem Büro sah, ich kam erst am Tag unserer Abreise, als ich ihn in ihr Büro, zur Erkenntnis, dass dieser kleine Mistkerl nicht etwa das Kind eines ihrer Gäste war, welches in unbeaufsichtigten Augenblicken die anderen Gäste belästigt. Nein, es handelte sich um ihren eigenen Sohn. Wenn sie nicht in der Lage sind, ihr eigenes Kind im Zaum zu halten und es ihm erlauben, den lang ersehnten Urlaub ihrer Gäste zu ruinieren, sind sie sicherlich mehr als ungeeignet dafür, einen Gasthof zu betreiben. Seien Sie versichert, dass ich all meinen Bekannten über diese unerhörten Vorkommnisse unterrichten werde. Ich erfreue mich in Providence einer gewissen Bekanntheit und dass meine Frau und ich in Zukunft einen weiten Bogen um ihren Gasthof machen werden. A.S. Abel. Oh, das ist aber fies. Vielleicht... Ich glaube, er war es wirklich nicht, oder? Warum sollte er sowas tun, wenn er es selber nicht mal weiß? Das ist schon mies, du, dass er da so Probleme gemacht bekommt von irgendwas. Von irgendetwas halt, irgendeinem Geist. Oder er ist wirklich nicht bei sich gewesen und war ein bisschen verrückt damals schon. Durch die Misshandlung von seinem Vater. Wer weiß es? Na? Was im Schrank? Wer flüstert da so? What? Die Tür war eben noch zu. Auf, meine ich. Oh, das ist fies. Wie uns hier offensichtlich jemand einsperren will. Oh,
will gar nicht wissen, was hier noch alles lauert. Alles abgeschlossen. Boah, da wäre ich aber auch richtig böse, wenn hier ein Kind nachts die ganze Zeit klopft. Oh Mann. Da würde ich auch ein bisschen sauer werden. Da würde ich mich auch tierisch beschweren, du. Aha. Ich sag jetzt nicht, was alles schon in der Demo war, weil das wäre ein bisschen blöd, aber... What was that? Where did it try to drag me? To hell, maybe? Christ, what have I gotten into? Drag me to hell? Komisch, dass er die ganzen Geistererscheinungen hat, oder? Ich sage ja, der Typ, der ist wahrscheinlich nicht ganz richtig im Kopf. Wir sind nicht ganz richtig im Kopf. Wo ist die Frau? Das ganze Blut überall. Guck mal, ich hab halt die 100 Streichhölzer voll. Wenn es so weitergeht. Ups. Hat er geklopft? Boah. Hey, guck mal, das ist die Säge. Looks like a slaughter. Good God. Something's wrong here. Better grab that tool and get out of here. Du wärst besser gar nicht erst hier reingegangen, Mann. Ja, Opal, eine Zeitschrift für Psychiatriepatienten. Eine Zeitschrift, die für und von Patienten einer psychiatrischen Klinik zusammengestellt wurde. In vielen solcher Einrichtungen wagen Patienten es nicht einmal, von solchen Annehmlichkeiten zu träumen. Stattdessen bekommen sie Schweinefutter und werden an ihr Bett gefesselt. Was? Viele von ihnen überleben den Aufenthalt nicht und die, die es doch tun, sind nie wieder wirklich freie Menschen. Man sollte es als großes Glück ansehen, jemals aus solch einer Einrichtung herauszukommen. Das ist ja übel, du. Opal, die erste von Patienten herausgegebene Zeitschrift. Gedichte, Geschichten, Interviews, Artikel. September bis Oktober 1850. Krass. Eine Metallsäge. Eine Säge wie diese kann vielerlei Hindernisse aus Metall durchtrennen. Zum Beispiel Ketten oder Vorhängeschlösser. Okay, dann mach ich doch gerne. Ich meine, natürlich sollte ich jetzt hier reingehen, wo der Typ auf uns wartet, oder? Und da ist sie kaputt, die Säge. Weil ein bisschen Licht hier mit der Kerze. Also mit dem Streichholz mache ich die Kerzenmaler an, meinte ich. Es hilft aber auch nicht sehr viel, oder? Es ist nicht gerade sehr hell jetzt. Natürlich wieder alles verschlossen.
Bügeleisen. Oh. Noch mehr Petroleum. Tja, das ist ziemlich blöd. Der ist hier halt echt gestorben, der Typ. Was haben wir denn hier? Notizen des Portiers. Der arme Kerl tut mir leid. Er griff zur Flasche, um nicht den Verstand zu verlieren. Ich habe Angst, wie er zu enden, wenn diese Geister mich nicht in Ruhe lassen sollten. Mr. Jacob mahnt mich ständig, ich soll die Finger von der Flasche lassen. Er sagt, ich würde Gespenster sehen. Doch ich schwöre, ich bin vollkommen bei Sinnen. Ich trinke, weil ich Angst habe. Etwas schleicht in diesen Wänden umher. Aus den Bäumen hallt unmenschliches Geschrei hervor und aus den Tiefen der Höhlen erklingt Geheul. Ich habe die Kratzspuren in der Rinde der Bäume mit eigenen Augen gesehen. Mr. Jacob sagt, ich sei ein Trunkenbold und solle mich beruhigen, bevor ich die Gäste verschrecke. Vielleicht haben sie alle einen Grund dazu, Angst zu haben. Wie viele Menschen sind bereits in den Wald gegangen, ohne je zurückzukehren? Gott, steh mir bei. Da ist das Geheul wieder. Ich brauche etwas Starkes oder ich werde heute Abend nicht zur Ruhe kommen. Ich kann ihn verstehen. Oh! Meine Phrasen. Das schreckt mich doch nicht so mal. Ein Schlüsselbund für den B-Flügel. Gewährt Zugang zu Zimmer 106 und zum Korridor, der zum zweiten Flügel des Gasthofs führt. So. Oh, ist das fies, oder? Die ganze Zeit rumpelt hier irgendwas und fliegt durch die Gegend. Das schüttet aber auch wie aus Eimern, du. Ich lese mal kurz mein Tagebuch. Ich gehe mal ganz kurz rein, das ist etwas ruhiger. Oh, Stimmen. Ich höre so viele Stimmen. Zuerst dachte ich, die Wahnvorstellungen seien zurückgekehrt. Doch nein, etwas ist anders. Es ist, als würde ich aus unerfindlichen Gründen die Vergangenheit hören und Spuren von ihr sehen können. Vielleicht verliere ich den Verstand, aber es wirkt so echt. Mir ist, als würde ich Erinnerungen, die ich einst nur verschwommen wahrgenommen habe, auf einmal klar und deutlich vor mir sehen. Ich höre diejenigen, die Zeuge von John Nortons Tod waren. Der Mann mit der aufgeschlitzten Kehle war der vermisste Richter, der Freund und Partner meines Vaters. Ein Detektiv, der anscheinend auf der Suche nach Norton war, hatte sich im Gasthof eingenistet. Ich muss herausfinden, was er auf seiner Suche entdeckt hat. Ich sollte im Gästebuch nachschauen. Welche Zimmernummer er hatte. Vielleicht hat er etwas Nützliches hinterlassen oder zurückgelassen. Der Name des Detektivs war Walter Gilman. Im Empfangsbereich sollte ich einen Schlüssel zu seinem Zimmer finden können, doch er ist verschlossen. Wenn ich mich recht erinnere, hatte der Portier die Schlüssel zum Gasthof. Er wohnte im Zimmer 207 im oberen Stockwerk. Der Portier ist tot. Es sieht aus, als hätte er sich zu Tode... Wow, was? Zu Tode getrunken. Es tut mir leid, ich erinnere mich nur noch an die alten Zeiten, als ich noch ein Junge war und gerade begonnen hatte, im Gasthof meines Vaters zu arbeiten. Oder er tut mir leid, ja. Mir bleibt jedoch keine Zeit für Nostalgie. Ich muss die Schlüssel zum Empfangsbereich finden und mir das Gästebuch anschauen oder mir das Gästebuch anschauen zu können. Boah, diese Geräusche. Oh, jetzt aber schön vorsichtig.